Hallo zusammen, schön, dass Sie mit dabei sind zu einer neuen Ausgabe LeneTV, der Tag. Heute, wie Sie sehen, nichts von unserem Studio, sondern direkt hier aus Wolfurt, vom Wolfurter Markt. Genauer gesagt sind wir zu Gast beim Stand vom sicheren Vorarlberg. Hier ist das Thema E-Bike und da werden wir über die ganze Sendung noch einiges hören. Aber jetzt der erste Überblick, was heute alles passiert. Die Sendung heute, also mit den wichtigsten Informationen zu E-Bikes vom sicheren Vorarlberg. Dann gibt es einen Ausschnitt von unserem Ländle-Talk mit Ferdi Lampert. Und natürlich mit dabei die aktuellen News, Wetter- und Sportinformationen. Ja, heute dreht sich also alles um das Fahrrad, besser gesagt um das E-Bike. Sicheres Vorarlberg ist hier im ganzen Ländle unterwegs und präsentiert und berät sozusagen die Kunden. Heute sind wir in Wolfurt und bei mir sitzt der Fachmann Lutz Schmelzinger. Danke, dass du servus. Bei uns bist. Hallo, hallo. Servus. Einmal die erste Frage, wenn man jetzt so ein E-Bike hat, grundsätzlich, was sind denn die Sachen, die ihr jetzt wirklich hier macht? Was bekommen sozusagen die Kunden bei euch oder besser gesagt die Leute bei euch zu hören? Also wir sind da, um ganz neutral Beratung einmal für Kauf zu geben. Einfach, was gibt es am Markt, die verschiedenen Antriebssysteme und natürlich auch Fragen rund ums E-Bike, Wartung, Akku, Pflege vom E-Bike, wie gehe richtig mit dem E-Bike um. Steckt natürlich einiges dahinter, im Gegensatz auch zum oder ein bisschen mehr zu einem normalen Fahrrad. Wenn ich jetzt sage, ich möchte so ein E-Bike kaufen, was sind denn so diese drei ersten Sachen, wo man drauf schauen sollte oder wo man drauf achten sollte? Also ganz wichtig ist einmal, wo wohne ich, wo bin ich zu Haus, wohne ich auf dem Berg oder nehme ich es nur für Stadtfahrten? Das ist einmal so ein ganz entscheidendes Kriterium. Denn von der Ergonomie ist ganz klar, was mag ich für ein Fahrrad? Mag es ein Tiefeinsteiger? Da darf es eher was Sportliches sein. Also da sind einmal die Sachen gefragt. Und dann einmal die verschiedenen Antriebssysteme. Und da muss man einfach auch unterscheiden. Es gibt dann Frontmotor, wie wir es da haben, Mittelmotor, was jetzt eigentlich sehr viel verwendet wird. Und dann einmal ein Heckmotor, wo der Motor im hinteren Bereich ist. Und da kommt es wieder darauf an, wo ich meinen Einsatzbereich oder Haupteinsatzbereich für das Fahrrad habe. Das heißt, man soll sich auch wirklich, bevor man sich ein E-Bike anschafft, auch ein bisschen selber Gedanken machen, wo man das E-Bike auch wirklich zum Einsatz bringen möchte. Ja, genau. Das ist ganz entscheidend für den Kauf von einem E-Bike. Wo setze ich es ein? Wo sind meine Hauptinteressen eigentlich? Oder wohne ich am Berg? Oder eben nehme ich es für die Stadt oder einfach für Freizeitradeln? Das ist einfach ganz entscheidend. Und vielleicht zum Schluss Hintergrund auch vom sicheren Vorarlberg mit dieser Tour zum E-Bike ist ja wirklich auch das Beraten und das Informieren, was es hier alles gibt. Wir sind jetzt hier heute in Wolfurt, aber es gibt noch mehrere Stationen. Genau, das nächste Wochenende am Samstag sind wir in Bregenz, im Leutbühl und stehen da auch wieder für Informationen gerne zur Verfügung. Also alle, die sich ein bisschen näher über das E-Bike informieren möchten, können bei euch vorbeischauen und wirklich, ihr steht da mit Rat und Tat zu sein. Gerne, ja. Lutz, vielen Dank. Ich wünsche heute noch viel Spaß, einen schönen Tag. Macht es noch gut, viel informieren. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages und ich darf jetzt wieder den Helm abnehmen. Glück im Unglück. Ein Pferd hatte am Freitagvormittag in Zwischenwasser nach einem Kurzbesuch auf einer anderen Koppel großes Glück. Das Tier brach in eine Jauchegrube ein. Die Feuerwehr Zwischenwasser musste zuerst von einem Bauern die Jauche abpumpen lassen, um das Pferd dann mit Hilfe der Kollegen aus Rankweil und einem Kran aus der Grube zu holen. Passiert ist der Ausreißerin zum Glück nichts. Und Motorradunfall in Lingenau. Ein 20-jähriger Bregenzer Wälder kam am Donnerstagabend kurz nach der Lingenau Brücke Richtung Müselbach schwer zu Sturz. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Erst nach 30 Metern kamen Fahrer und Motorrad zum Stillstand. Dabei wurde dem jungen Mann der Helm vom Kopf gerissen. Er wurde zur genaueren Abklärung der Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, war allerdings vor Ort ansprechbar. Soweit also zu den aktuellen Nachrichten des Tages und bei uns geht es jetzt weiter mit einem kurzen Ausschnitt von unserem Ländle-Talk. Es war zauberhaft für unseren Ländle-TV-Geschäftsführer Günther Oberscheider. Zu Gast ist nämlich Ferdi Lampert, er ist Präsident des Magischen Clubs Vorarlberg. Ach, Günther, darf ich mal ganz kurz bei dir her? Ja, bitte, gerne. Dankeschön für die 5 Euro, danke. Ah, die waren eigentlich nicht für dich gedacht. Du meinst, sie sind für dich? Ja? Wenn sie zurück haben. Okay, nein. Bitte sehr. Danke. Okay, das ist jetzt aber blöd. Wo sind sie jetzt?
Oh, ich habe, glaube ich, zu fest gerieben, darum sind sie durch die Hand so gegangen. Und wer bekommt es jetzt wirklich? Du siehst doch, dass sie immer bei mir bleiben und darum kann ich es dir nicht mehr geben. Sie sind weg in der Zwischenzeit. Okay, da. Also so schnell gehen 5 Euro raus, also man sieht, der Euro ist nichts mehr wert. Er verschwindet ganz einfach und geht in die richtigen Nähe. So kann man es auch erklären. Wie bist du zur Zauberei gekommen? Das war schon mit 9 Jahren, habe ich bei meinem Nachbar 2 Kartentricks gelernt. Das hat mich dann so fasziniert, dass ich um Bücher gesucht habe und damals gab es die Perlenreihe. Okay. Und die hat geheißen Zaubern schnell erlernt. Und ja, ich bin eigentlich im ganzen Land auf und ab gefahren, dass ich das Buch finde. Gefunden habe ich es dann wirklich im Bludenz. Habe die dann gekauft und daraus alles selber gebastelt und alles selber gemacht. Den kompletten Lennetalk mit Ferdi Lampert, den sehen Sie noch bei uns im LenneTV Wochenmagazin und zwar bis einschließlich nächste Woche Montag. Und bei uns geht es jetzt weiter mit Marc Gechter und dem Sport. Snowpolo war am Freitag in Gageln angesagt. Im Rahmen der Europameisterschaft war am ersten Spieltag auch Österreich im Einsatz. Die Hausherren besiegten Liechtenstein 3:1, Italien und die Schweiz trennten sich 4:4. Am Samstag wird ab 11 Uhr gespielt, die Finalspiele am Sonntag starten dann um 13 Uhr. Ja, vielen Dank an meinen Kollegen Marc Gechter, soweit zum Sport. Und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das sehen Sie jetzt bei uns. Die Unsicherheit über die bald stattfindende Zentralmatura belastet Schüler und Lehrer. Kaum jemand glaubt, dass ein Plan B der Ministerien als Alternative zur bereits vorbereiteten schriftlichen Reifeprüfung tatsächlich existiert. Die Causa Hypoalpe Adria weitet sich aus. SPÖ und ÖVP wollen die Petitionen eines 19-jährigen Vorarlbergers für einen U-Ausschuss abwürgen. Im VN-Interview sagt er, was er davon hält. Und seine 42-jährige Frührentnerin stahl 28 Blumentöpfe aus dem Baywa-Markt, ohne selbst zu wissen, warum. Ein psychiatrisches Gutachten soll nun ihre Zurechnungsfähigkeit klären. Die Schlagzeilen von morgen also schon heute bei uns bei LenneTV der Tag. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe hier direkt aus Wolfurt vom Stand vom sicheren Vorarlberg zum Thema E-Bike. Ich werde mich jetzt noch auf das Bike schwingen und den Parcours etwas testen. Für Sie gibt es noch die aktuellen Wetterinformationen und ich darf mich verabschieden. Tschüss! Gemeinsam stark mit Regional-TV näher dran an ganz Österreich. 9 Bundesländer, 9 Sender, ein gemeinsames Dach. R9 vereint die erfolgreichsten Regionalsender Österreichs. Mehr Reichweite in Rot-Weiß-Rot. R9, regionales Fernsehen Österreich. Heute Nacht ist es sternenklar bzw. leicht wolkig in hohen Schichten. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 16 Grad. Der Wind weht mit 9 km/h aus Südost. Am Samstagmorgen und am Vormittag besteht noch ein freundlicher Mix aus Sonne und höheren Wolkenfeldern und im Bergland ist es auch föhnig. Kräftige Föhnböen können insbesondere in den Seitentälern vom Rätikon herab entstehen. Immer öfter schatten die Wolkenfelder die Sonne dann aber schon ab und im Laufe des Nachmittags werden diese allgemein zunehmen und dichter. Im Schweizer Grenzgebiet kommt es dann zu ersten Regenschauern. Diese breiten sich bis zum Abend auf ganz Vorarlberg aus. Tiefstwerte 3 bis 8 Grad, die Höchstwerte klettern auf 14 bis 23 Grad. In der Nacht auf Sonntag kommt es im Ländle zu einer markanten Wetterverschlechterung. Ausgiebige Niederschläge und eine starke Abkühlung kündigen sich an. Die Schneefallgrenze sinkt voraussichtlich bis in tiefe Lagen. Es wird also nochmals spätwinterlich. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 1 bis plus 2 Grad. Die Höchstwerte erreichen lediglich 5 Grad. Auch am Montag bleibt es vorerst spätwinterlich und am Dienstag ist es dann wolkig bei Temperaturen von minus 3 bis plus 6 Grad.